Was würdest du deinem eigenen für 3 Tipps geben? Also der wichtigste. Der wichtigste. Swiss Economic Forum 2024. Wer bist du und was machst du? Ich bin der André Lüthi. Ich hatte einfach das Glück gehabt, dass ich meine Leidenschaft und mein Hobby zum Beruf machen konnte. Mittlerweile ist es Globetrotter Group. 14 Unternehmen. Die Rede von der Leidenschaft für uns alle und nicht von der Excel-Talibans. Wir haben hier das Privileg, im Chef zu sein. Und das ist ja nicht jedem jungen Unternehmer gönnt oder Nein, noch möglich. Es gibt manche alte Unternehmer, die gerne wären. Und es geht darum, ich probiere hier spannende Persönlichkeiten wie dich, Endo, zu fragen, was würdest du für 3 Unternehmertipps geben, die in den jungen Jahren, wo du gestartet denkst, was würdest du deinem eigenen Tag für 3 Tipps geben? Also der wichtigste, der wichtigste. Hör auf den Bauch und auf das Herz. Hab wirklich das Vertrauen, auch wenn der Verstand und das Hirn und vor allem das Umfeld, das ist ja das Hauptproblem, etwas anderes sagt. Hör auf den Bauch, hör auf das Herz. Das Zweite, wenn du merkst, dass du auf dem falschen Schiff bist, wenn du einfach sagst, hätte ich doch nicht so den Gimmer machen oder doch nicht so studieren oder whatever, hab den Mut abzubrechen. Hör auf. Und es hat sich noch immer gelohnt, wenn man mutig war, wenn man auf das Herz gelassen hat, das passt zum Ersten zusammen. Es kommt mehr gut, also hat es im eigenen Leben ja wirklich erlebt. Und wenn ich noch das Dritte oder Mut habe, wenn man halt gleich all die Lehrbücher mal hat um den Kopf geschossen bekommen, dass jetzt das MBA oder das HSG-Lehrbuch vielleicht doch nicht das A und O ist und zwischen ich sage, jetzt verlasse ich mal die Bibel. Und dann kannst du ja nichts falsch machen, also so gemacht, wie es im Buch steht. Ich kann mir nichts vorwerfen. Schwach. Also habt ihr Mut, die eigene Spur zu ziehen. Ich sage immer so, Erfolg, der als Jungunternehmer kommt, nicht von Folgen. Geil. Sondern fahr, zieh eine Spur und du musst oben hören. Geil. Bauch, Herz. Mut. Und Erfolg nicht folgen, sondern Erfolg macht die kommt eigene nicht Weg. Von Folgen, genau. Geil. Wenn du einen Wunsch hättest, du hast ja auch viel zu tun mit jüngeren Generationen. Was würdest du dir wünschen von denen? Was sollen die machen oder was würdest du von denen etwas mehr wünschen? Dass sie nicht zu fest auf uns Alten hören. Also vergessen das Video. Es gibt so coole, junge Leute. Da finde ich, sie lassen sich dann gleich noch sehr stark beeinflussen. Ich sage halt jetzt gleich ein bisschen von der Hochschule. Und Authentizität bleibt dir selber. Ich wünsche mir Leute, die sich selber sind. Und wenn sie mir sagen, sie sind der grösste Löwe oder ich sehe es überhaupt nicht oder whatever. Aber das gibt eine Challenge und das gibt das Wachsen zu gegenseitig. Und ich würde sagen, es suchen ja alle Jungen suchen immer die Abkürzung. Oder suchen immer den Superclou oder den, was auch immer. Wo ist in deinem Leben beruflich gesehen oder auch persönlich ein Moment passiert, wo du sagst, dann konnte ich einen riesen Deal machen. Und wie ist es zu dem gekommen? Also Deal, was meinst du mit Deal? Deal oder was hat so einen Schlüsselmoment? Ein Schlüsselmoment. Irgendein Schlüsselmoment, wo du sagst, dann habe ich das gemacht. Und wie das gemacht hat, hat sich eine kleine Welt bei dir verändert. Das war, weil ich gesäglich gescheitert bin im Sport. Ja. Ich hatte einen grossen Traum, Olympische Spiele. Schatz, aber jetzt bist du uns gerade in den Film gelaufen. Alles gut. Ja. Ich dachte, du machst Sport. Top. Schlüsselmoment. Romkowski, aber niemandem hat es gesagt, hat die Olympischen Spiele im Ringen, also nicht schwingen, hey, junge Leute, ringen. Ich bin mit 19 säglich gescheitert. Ich war zu wenig gut, zu wenig garantiert. Der Trainer hat gesagt, vergiss es. Dann bin ich mit 19 da gestanden, versagt im Sport. Das war hart. Eigentlich der falsche Beruf gelernt wegen dem Sport. Das war auch hart. Und die Freundin ist auch noch gleich ab. Und dort hatte ich plötzlich den Mut, mit 19, ist das 20 war das, was ich als kleiner Bub immer gerne noch gemacht habe. Immer gerne in den Wald und dann hinter den Wald. Ich bin auch 2-3 Mal ab daheim. Das Entdecken. Und dann habe ich gesagt, okay, Strich, bin zu Bern im Wankdorf gestanden, mit einem Karton, mit Autostopp oder San Francisco drauf gestanden. Zu Bern? Ja. Und alle haben so gemacht. Das schaue ich jetzt sogar noch ein bisschen, oder? Und ich wollte nur nach London, weil ich wusste, da gibt es die günstigsten One-Way-Tickets. Abkürzung, und genau so habe ich dann das Reisen entdeckt in den USA und gewusst, das will ich jetzt zu meinem Beruf machen. Ich habe keine Ahnung, wie. Keine Ahnung. Aber das war der Schlüsselmoment. Scheitern im eine Niederlage hat mich zum Glück geführt. Abkürzung. Geil. Aber zuerst ein Schmerz und dann ist eine Lösung gekommen. Ja, hey, Liebesschmerz, Berufsschmerz, Sportschmerz, das reicht, oder? Und gibt es noch irgendeinen Tipp, Andrew, wo du würdest sagen,
den würdest du deinem jüngeren Ich weitergeben? Gibt es noch irgendeinen, wo du sagst, hey, wenn du den früher hättest gewusst, das hätte das Leben ein bisschen einfacher gemacht? Ja, ich hätte früher lernen authentisch sein. Also weißt du, mir selber zugestehen, was ich nicht kann. Ja. Und nicht denken, nein, es kommt schon, oder selber noch schöne Bilder malen, es ist ja gar nicht so schlecht, wie du bist. Kommt schon gut. Dann holst du noch ein bisschen im Umfeld noch ein bisschen Strich und Einheiten. Das würde ich nicht machen. Geil, gut. Merci vielmals. Hanne, gut, danke.